Am 26. April 2020 habe ich genauso ein Video schon mal zu Battlefield 5 gemacht. Und nun, 2 Jahre später und ungefähr einen Monat, stehen wir hier erneut vor derselben Problematik wie damals. Battlefield 5 war eine absolute Katastrophe damals zu Release und es war in allen Bereichen irgendwo irgendwas, was nicht gestimmt hat. Alles war irgendwie verbuggt und irgendwo hat das alles von vorne und hinten nicht geklappt. Und jetzt sind wir bei 2042, haben gehofft, dass DICE aus den Fehlern lernt und doch stehen wir wieder am genau den gleichen Punkt wie damals. It's the least I can do. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Marketinggeschichte damals zu Battlefield 5 schon gescheitert ist. Und da hatten wir ja die Problematik, dass wir die Frau mit der Prothese gesehen haben und alle hatten irgendwie nicht so geile ikonische Uniformen und so. Deswegen war die ganze Community dann so ein bisschen gespalten von wegen, ah okay, das ist mir irgendwie zu sehr abgedriftet vom eigentlichen historisch korrekten Geschehen des Zweiten Weltkriegs. Die anderen haben gesagt, boah ey, nee, Frauen im Zweiten Weltkrieg, bei der Sowjetunion damals vielleicht okay, aber ansonsten, boah, das geht überhaupt nicht und so weiter. Und man hatte natürlich auch sowieso von vornherein die Leute, die Battlefield 1 schon nicht so gerne gespielt haben, weil sie lieber Modern Warfare Settings haben, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Und dann kommt wieder ein historischer Weltkrieg und wieder haben die sich gedacht, ach nee, jetzt schon wieder kein Modern Warfare Setting, ist doch scheiße. Die Stimmung war also alles andere als gut und dann kommt der Release, beziehungsweise vorher die Beta und die Leute dachten sich, boah, eigentlich gar nicht so schlecht, Tank Customizations dabei und die Customization für die Soldaten, das sieht auch alles gar nicht schlecht aus, eigentlich ganz cool und so. Ja, und dann kam der Release von Battlefield 5 und auf einmal keine Tank Customization mehr, die ganzen Cosmetics, die man in der Beta auf einmal hatte, die gab es gar nicht mehr im Spiel, die waren auf einmal nicht mehr vorhanden, stattdessen sah das alles total komisch aus und natürlich dann auch wieder Netcode und Hitrate-Probleme und ein Haufen von Bugs. Dann haben sie auf einmal den Content irgendwie nicht geschafft nachzuliefern. Dann wurde die Roadmap verschoben. Firestorm hat irgendwann keine Updates mehr bekommen. Und der Unterschied zu 2042 ist einfach nur, dass das Marketing sehr gut war. Der Trailer hat den Hype so dermaßen aufgebaut. Vor allen Dingen allein schon die Tatsache, dass das Setting auf einmal wieder nahe Zukunft Modern Warfare war. Und alle waren gehypt, alle wollten dieses Spiel haben. Und dann kam es wieder zu den ganzen Versprechungen. Ich weiß nicht, ob man Tom Henderson auch so ein bisschen die Schuld zuschieben sollte, denn er hat ja dann auch teilweise Sachen geleakt, wie zum Beispiel, was kann man von einer Season in 2042 erwarten? Dann kam er mit so einer riesen Liste an, was es nicht alles geben wird. 2 neue Maps, 2 neue Portal-Maps, neue Spezialisten, neue Fahrzeuge, neue Waffen und keine Ahnung was noch alles. Natürlich dachten sich die Leute dann, ja, wenn er schon Orbital richtig vorhersagt und leakt und auch die Game Modes und 128 Spieler und so weiter, dann wird er mit Sicherheit mit dem Seasonal Content auch recht haben. Also war der Hype schon wieder da, also noch größer als zuvor. Und dann kam die Beta mit den ersten Zweifeln, die die Leute haben, weil grundsätzlich hat das Movement und das Gunplay irgendwo einigermaßen funktioniert. Wir haben aber auch nur Orbital gespielt und die Map war die einzige, die dann scheinbar irgendwo halbwegs spielbar und balanced war und auch irgendwie performance-technisch abgeliefert hat. Und dann kam der Release und es war wieder ein absolutes Desaster und noch schlimmer als Battlefield 5. Everything about this game is a completely glitchy catastrophe. There is already over 1400 reported errors in the game itself. Das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, dass wir am Anfang natürlich das Spiel noch gar nicht richtig kannten bei Release. Wir wussten, es ist irgendwo nicht ganz fertig, aber es wurden erst nach und nach alle Probleme aufgedeckt. Also es hat wirklich mindestens einen Monat gedauert, wenn nicht sogar noch 2, bis man wirklich mal so einen groben Überblick hatte, was überhaupt alles an diesem Spiel schief läuft. Und natürlich, jetzt alle von euch werden schreien, ja, alles läuft schief, alles ist scheiße. Und das ist im größten Sinne, stimmt das auch, trifft das auch zu der Zeit. Aber trotzdem haben die Leute das am Anfang ja gar nicht alles wahrnehmen können, denn wenn man in den ersten Runden drin ist, man spielt die ersten Runden auf den neuen Maps in 2042, denkt man sich erstmal, absolut genial und boah, das sieht alles toll aus und Tornado und keine Ahnung was. Aber diese ganzen Balance-Probleme, die Features, die fehlen, die Performance und so weiter. Ich meine gut, Performance ist jetzt sowas, das merkt man schon relativ schnell, aber es gibt so viele Dinge, die erst im Nachhinein ans Licht gekommen sind. Was da alles schiefläuft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist halt einfach so ein Berg an Problemen gewesen, der auch scheinbar ins schier Unermessliche immer weiter gewachsen ist, wie so ein Mount Everest zum Beispiel. Irgendwann sind wir an dem Punkt angekommen, wo DICE komplett überfordert war. Genau wie damals zu Battlefield 5. DICE wusste einfach nicht mehr wohin mit sich, weil diese Probleme wirklich an allen Stellen gleichzeitig aufgetaucht sind und das einfach von vorne und hinten nicht gepasst hat. Dann kam erstmal Schweigen.
Schweigen, Schweigen, Schweigen. Ewigkeiten haben wir nichts gehört und es war genauso wieder wie damals zu Battlefield 5 Zeiten. Die haben ewig nichts von sich hören lassen, kein Statement, kein Eingestehen, dass die gescheitert sind mit dem Release, dass sie offensichtlich sehr viele Probleme mit dem Spiel haben und da irgendwie einen Fahrplan erstellen und sagen, Leute, passt mal auf, so und so wollen wir das machen. Dann kamen halt so die ersten Patches, die dann mehr oder weniger vieles verschlimmbessert haben, als tatsächlich irgendwie gefixt haben. Das ist halt auch bei Battlefield 5 damals schon so gewesen. Der Bug zum Beispiel, dass man so ein kleines M auf dem Bildschirm jedes Mal gesehen hat, daran erinnert sich mit Sicherheit der ein oder andere noch. Also es gab auch wieder hier so viele Probleme, die mit jedem Patch neu dazugekommen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß bis heute nicht, ob die tatsächlich mehr gefixt oder mehr verschlimmert haben. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Mittlerweile geht es ja einigermaßen. Das muss man schon wirklich sagen. Aber danach, Ressourcenmanagement, das musste neu strukturiert werden. Das haben die mit Sicherheit irgendwie gemacht, sonst hätten die sich ja jetzt nicht nochmal gemeldet. Aber es war immer noch kein Eingeständnis des Scheiterns. Stattdessen, da können wir mal gerne mal ins Video reinschauen nochmal, was sie da gesagt haben, zum Beispiel zu den Spezialisten. Von wegen, dass wir als Spieler ja verwirrt sind, weil ja, Spezialisten sind neu und man muss sich damit erstmal so ein bisschen reinfinden, mal gucken, wie man die spielt und so. Nein, nein, das ist ganz einfach. Wir wollen Spezialisten nicht in einem Battlefield haben. Die Mehrheit will die nicht in einem Battlefield haben. Wir möchten die nicht drin haben, weil die einfach nicht in ein Battlefield reinpassen. Wir brauchen kein Copy-Paste-Bullshit irgendwie von Call of Duty, weil man damit mehr Geld machen kann. Das interessiert uns einfach gar nicht. Die zerstören komplett das Balancing. Und abgesehen mal von der Immersion, wie die aussehen und so weiter, wie die sich verhalten, wie die sprechen, da brauchen wir auch nicht drauf eingehen. Aber das hat mit dem Kernproblem, dass die Fähigkeiten haben und damit irgendwie das ganze Battlefield-Geschehen auf dem Schlachtfeld irgendwie komplett ins Chaos stürzen, hat das damit gar nichts zu tun. Dann gehen die hin und sagen, ach ja, dann gucken wir mal, weil die Quips, also diese Sprüche, die am Ende raushauen, ich weiß, ja okay, die sind ja alle irgendwie so ein bisschen off und die passen ja nicht zu so einer düsteren Kriegsatmosphäre, also machen wir die neu. Und ja, und hier die Gesichter und so, machen wir auch alles mal ein bisschen düsterer und realistischer, geben dem mal ein bisschen Schmutz auf die Kleidung und so. Das ist ja schön, dass ihr das macht. Aber wir hätten auch einfach richtige Soldaten bekommen können, die es sowieso schon im Spiel gibt, wenn man sich die KI von den Amis und von den Russen anguckt. Wir wollen keine Spezialisten. Wieso verstehen die das nicht? Das ist Quatsch. Also ich denke, die verstehen das. Ich denke nur, dass sie wahrscheinlich die Topmanager über sich haben, die dann sagen, ey, ihr müsst das so und so machen und sagen, weil wir wollen Geld verdienen. Also ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das nicht raffen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das nicht verstehen, warum wir die nicht haben wollen. Und sie haben ja nicht mal das Loop-Feedback zu den Spezialisten gemacht. Allein das zeigt doch schon, dass sie gar nicht wollen, dass wir unser Feedback dazu abgeben. Denn wenn wir das tun würden, hätten sie nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, ihr seid verwirrt und ah, das wird schon und so weiter. Nein, wenn wir unser Feedback dazu abgeben, werden so viele Leute sagen, warum sie die Spezialisten nicht haben wollen, dass es einfach so dermaßen nachvollziehbar sein wird, dass sie da gar keine Wahl mehr haben. Die müssten die rausnehmen. Also machen sie es sich einfach und sagen, ja, dann bringen wir gar kein Core-Feedback zu den Spezialisten, damit wir auch gar nicht erst in diese Situation kommen und sagen von Anfang an, wir werden die verändern und verbessern und hoffentlich sind die damit glücklich. Aber das läuft so nicht. Als ich euch dieses News-Video rausgehauen habe, hatte ich ein bisschen Zeitdruck. Ich hatte nicht die Zeit, gemütlich mal darüber zu sprechen und das Ganze ein bisschen sarkastischer zu machen. Aber hier werde ich da jetzt nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich denke, der ein oder andere von euch hat es mit Sicherheit schon gemerkt. Ich persönlich bin damit nicht zufrieden, weil die machen wieder, was sie wollen. Sie versprechen wieder irgendeinen Scheiß, Alter, und machen wieder, was sie wollen, damit sie es sich bloß einfach machen können. Ja, ich werde das Spiel nach wie vor spielen, aber ich werde da nicht einen einzigen Cent reinschmeißen. Auf gar keinen Fall. Und dann gucken wir weiter und dann reden die noch darüber von wegen, ja, wegen den beiden Maps, ja. Zum Beispiel Renewal und Kaleidoscope. Schön, dass sie da neue Deckung draufschmeißen und viel mehr und die Maps kleiner machen und es soll sich alles viel besser spielen. Freue ich mich drüber. Aber wie kann es denn sein, dass Kaleidoscope erst irgendwann Mitte Season 1 kommt, wenn nicht sogar Ende Season 1? Wer weiß, vielleicht ist da wieder so ein Lichtbug wie auf Al-Sundan in Battlefield 5 damals. Und wie kann es sein, dass Renewal oder Neuanfang erst in fucking Season 2 kommt? Wenn eine Season ein Quartal lang läuft und die erste Season fängt im Juni an, haben wir den Juni, den Juli und den August. Und das würde bedeuten, dass wir die neue Map, Neuanfang, erst im September irgendwann, im Oktober irgendwann oder im November irgendwann sehen werden. Das... Wir haben 7 Maps. Wie soll das funktionieren? Wann sollen die anderen 5 Maps reworked werden? 2025? Also jetzt mal ernsthaft. Wenn die für jede Map ein Quartal brauchen, um die zu reworken. Und wir haben jetzt 2 Maps über 2 Quartale. It's been 84 years. Ich brauche dazu einfach gar nichts mehr sagen.
Und ja, Ressourcenmanagement wurde neu strukturiert. Und dann geht's ja noch weiter von wegen, ja, die Animationen der Soldaten wurden alle verändert. Digga, wenn ich mir diese neuen Animationen angucke, von wegen ein Soldat kann sich nach links und rechts drehen und erst ab einer gewissen Rotation wird seine Position unkomfortabel und dann stellt er sich anders hin. Junge, das sind so Sachen, das haben wir auch schon in älteren Battlefield-Titeln gesehen. Und jetzt verkaufen die uns das, als wäre das eine Wahnsinnsinnovation, als wäre das irgendwie, weiß ich nicht, so eine neue Eissorte, die Krebs heilen kann oder sowas. Also Leute, jetzt mal ernsthaft. Es ist schön, dass sie das machen. Wie gesagt, nach wie vor, ich werde mich da nicht beschweren, aber es ist einfach nicht genug und ich bin damit nicht zufrieden. Und dann geht es auch noch weiter. Dann geht es noch weiter von wegen, dass sie dann neue Waffen und neue Fahrzeuge ins Spiel bringen wollen. Wie wollen sie das machen? Indem sie sagen, ja, in Portal gibt es ja schon die und die Fahrzeuge und die Waffen, also nehmen wir die, zumindest eine Auswahl davon, die dann irgendwie in das Universum von 2042 passen und ziehen die rüber. Toll. So kann man es sich dann auch leicht machen. Aber was ist denn mit neuen Waffen und mit neuen Fahrzeugen, die dann noch entwickelt werden müssen, die dann auch zu diesem Universum passen? Neue Prototypen, neue Sachen, die in dieses zukunftsnahe Zukunftssetting passen. Was ist damit? Wahrscheinlich sehen wir dann ein oder zwei neue Waffen maximal im neuen Battle Pass, der dann irgendwann rauskommt. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich ist 80% vom Battle Pass irgendwelche Hintergrundmusik, irgendwelche Anhänger oder irgendwelche, Hintergrundbilder, die man dann für sein Profil einstellen kann. Und dafür geben die Leute dann einen Zehner aus. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. It's beautiful. Und vor allen Dingen bringt ihr dann auch noch neue Gadgets rein aus den alten Battlefield-Teilen und das muss dann auch alles wieder gebalanced werden. Und ihr kriegt das ja jetzt schon nicht mehr hin. Auf jeden Fall sehen wir ja jetzt schon mal, dass sie dann auch angekündigt haben, Season 1 soll kommen. Mit was soll Season 1 kommen? Mit einer neuen Map. Ihr habt das richtig verstanden, mit einer neuen Map. Wir sind jetzt 7 Monate nach Release und bekommen eine einzige neue Map plus dann noch in Season 1 ein Rework von Kaleidoskop und das war's. Kommt euch das bekannt vor? Mir auf jeden Fall schon. Danach kommt erst Neuanfang Version 2.0 irgendwann Season 2 mit einer weiteren neuen Map. Und Hazard Zone übrigens wurde für tot erklärt. Offiziell, Hazard Zone ist fallen gelassen worden. Ist ja nicht so, als wäre das bei Battlefield 5 mit Firestorm genauso schon mal passiert. Ressourcen ohne Ende in irgendeinem neuen Modus, wo die Leute nicht mehr wissen, ob die Fans es spielen würden. Bei Battle Royale Firestorm wäre das ja sogar noch der Fall gewesen, hätten sie es weiter supportet, was nicht der Fall war, weil sie komplett überfordert waren mit allen anderen Problemen, die das Spiel damals hatte. Und jetzt sind wir wieder an demselben Punkt. Also wird Hazard Zone fallen gelassen, damit die Ressourcen auf den All-Out-Warfare-Modus gesetzt werden. Und ich wette mit euch, Freunde, ich kann euch das jetzt schon sagen, Portal wird keine neuen Maps bekommen. Nicht aus Battlefield 1, nicht aus Battlefield 4, nicht aus Battlefield 2 und keine Ahnung, welche Battlefield-Teile es noch alles gab. Wir werden für Portal, glaube ich zumindest persönlich, keine neuen Maps mehr sehen. Im Gegenteil, wir werden wahrscheinlich, das haben sie auch schon gesagt, Maps, die es da bereits gibt, dann auch für den All-Out-Warfare-Modus bekommen und dadurch sagen sie dann wieder, ja, es gibt ja neue Maps. Es gibt ja nicht nur dann einen Rework und dann eine neue offizielle Map für den All-Out-Warfare-Modus, sondern ihr kriegt ja auch noch von Portal neue Maps. Ja, wow, herzlichen Glückwunsch. Das ist also euer Live-Service, von dem ihr die ganze Zeit quatscht. Guckt euch mal an, was wir für Battlefield 4 damals alles schon innerhalb von einem Jahr bekommen haben. Das sind über 10 Maps und keine Ahnung, wie viele Modis. Und dieses ganze Dilemma mit den Spezialisten und deren Aussehen und so weiter, das wussten die alles. Das wussten die alles schon zu Zeiten von Battlefield 5. Warum sonst haben sich alle über die scheiß Battlefield 5 Cosmetics beschwert? Mit ihren Gasmasken, die sie auf jede fucking Uniform draufgesetzt haben. Und dann keine Ahnung, wie viele Gürtel die Leute da getragen haben. Was haben die da mitgeschleppt? Irgendwie 5 Zelte oder was? Und dann kommt dann irgendwann so ein Update, das Herbst-Update, das war ja noch mit das letzte Content-Update da, mit authentischeren Uniformen. So als das Spiel schon am Ende seines Supports war, da kamen die dann mit dem ganzen Kram an. Und jetzt sind wir wieder an demselben Punkt mit 2042, wo die hingehen und sagen, ja, die Spezialisten sehen scheiße aus, machen wir mal neu. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ist halt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und wann endet dann der Support für 2042? Nach der 4. Season. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Da wird danach gar nichts mehr kommen. Die werden die 4 Seasons auf Krampf raushauen. Das heißt, wir werden 4 neue Maps bekommen, plus den Portal-Kram und ein paar neue Waffen und Fahrzeuge. Und dann ist Feierabend mit dem Game. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie, wer weiß, wie viel noch dazu kommen wird. A new authentic customization options for your company.
Weil ihr müsst überlegen, diese ganzen Ressourcen, die sie jetzt verwendet haben, die wollten ja für Hazard Zone auch Story-Driven Content-Updates bringen und so weiter. Das ist alles wieder, mit Sicherheit ist da auch wieder irgendwas in der Pipeline gewesen, was die schon fertig hatten oder woran die gerade gearbeitet haben. Und dann wurde den Leuten, die das gemacht haben, gesagt, sorry, aber ihr müsst jetzt für den All-Out-Warfare-Modus weitermachen, weil Hazard Zone ist tot. So, das heißt, auch da wieder Zeit verschwendet, Ressourcen verschwendet. Es ist einfach zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Diese ganzen Content-Sachen, die wir hätten kriegen können, das wird jetzt alles wieder auf ein Minimum reduziert, weil sie einfach komplett sich verkalkuliert haben. Immerhin haben sie das ja irgendwo bei Hazard Zone zugegeben. Immerhin. Aber ja, das war's. Also, mag ja sein, dass sie sagen von wegen, ja, ganz DICE arbeitet an 2042. Mag vielleicht jetzt noch stimmen, aber spätestens in einem halben Jahr wird die Pre-Production-Phase oder von mir aus auch in einem Jahr, wird die in die Post-Production-Phase übergehen. Und da wirst du die Leute, die das Spiel programmieren, brauchen, um das nächste Battlefield zu programmieren. Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, werden wir nicht mehr so viele Leute haben, die an dem aktuellen Spiel arbeiten werden. Das wird dann wieder auf ein Minimum, auf so ein kleines Team reduziert, das dann irgendwie noch das kleinste Minimum an Content bringen wird. Und dann ist Feierabend. Was ich euch damit sagen will, ich persönlich am Ende des Tages bin nicht mit diesem Zustand des Spiels zufrieden und ich bin auch nicht damit zufrieden, was sie jetzt in diesem Statement alles gesagt haben, was wir in Zukunft erwarten können. Es ist schön, dass sie sich gemeldet haben, versteht mich nicht falsch. Aber es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Dann bringt das nächste Battlefield halt erst in 5 Jahren. Aber fixt euer scheiß Game. Oder sagt, okay, wir lassen es komplett fallen und bringen dafür dann ein neues Battlefield, das wirklich nach euren Vorstellungen funktionieren wird. Vor allen Dingen stellt euch mal vor, es kommt dann Kaleidoskop raus. Oder von mir aus auch Neuanfang, 2.0. Oder von mir aus auch die neue Map, die dann irgendwie mit Season 1 kommt. Wie werden wir die spielen können? Ohne Serverbrowser zum Beispiel. Müssen wir dann jedes Mal in eine Runde rein, in eine Lobby rein und wieder rausquitten und wieder in eine neue Runde rein, bis wir es dann schaffen, diese Map zu erwischen? Oder wird DICE dann auf Krampf wieder hingehen und sagen, 24/7 neue Map mit einer neuen Playlist? Beides ist Bullshit. Beides könnte man viel besser lösen, indem man einen Serverbrowser hätte. Aber den würde es nicht geben. Im offiziellen Forum bei EA zu 2042 gibt es einen Thread, der übertrieben viele Aufrufe hat, übertrieben viele Upvotes, übertrieben viele Antworten bzw. Kommentare, mit einer der größten überhaupt. Und das Einzige, was da von offizieller Seite zugekommen ist, war einfach nur, ja, das Feedback wurde weitergeleitet. Es wurde nicht mit einem einzigen Wort erwähnt, dass sie das Feedback zu einem Serverbrowser gehört hätten, auch nicht in dem Video, was die jetzt rausgebracht haben, gar nichts. Deswegen glaube ich auch nicht, dass da irgendwie was kommen wird. Also ich musste dieses Video jetzt wirklich einfach mal raushauen, weil ich möchte einfach nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin jetzt so voll im Hype, wieder alles voll geil und DICE kriegt wieder die Kurve mit dem Game. Mag sein, dass sie das auf langer Sicht hinbekommen, dass das wieder in einem annehmbaren und spielbaren Zustand ist, in dem man mal ein bisschen mehr Spaß hat. Ja, kann sein. Aber ich bin nicht damit zufrieden, was da wieder passiert ist. Ich werde nicht vergeben, wenn sie nicht offiziell eingestehen, was die da für eine Scheiße veranstaltet haben. Und die bekommen von mir keinen einzigen Cent für ihren Ingame-Shop, den die dann da aufbauen werden, mit ihren Cosmetics, die sie dann da wieder verkaufen werden und keine Ahnung was alles. Also nein, einfach nein. Ich will das nicht supporten und ich könnte mich zum Beispiel als Content-Creator auch theoretisch bewerben und sagen, ich will jetzt irgendwie ins EA-Partnerprogramm rein. Ich muss da wahrscheinlich keine Videos machen von wegen, also im Sinne vom Sponsoring, dass ich dann sage, alles ist ganz toll, obwohl es alles ganz scheiße ist. Glaube ich nicht, dass Content Creator zu sowas gezwungen werden, wenn sie so Verträge haben. Aber allein schon die Zeit dafür aufzuwenden, Spiele von denen zu testen, wie zum Beispiel dann ein Battlefield, denen mein Feedback geben und dann am Ende sehen, dass sie eh wieder alles machen, wie sie es wollen, das ist meine Zeit einfach nicht wert. Das würde ich niemals machen. Also sorry, aber im Leben nicht. Also solange ich nicht das Gefühl habe, dass sie endlich mal wieder auf die Leute hören und nur irgendwas machen, was sie gerade wollen, können sie das vergessen. Also das ist jetzt so mehr oder weniger mal mein längeres Statement zu dieser ganzen Geschichte. So ist meine Meinung zu dem ganzen Thema. Jetzt seid ihr auf dem aktuellen Stand und mich würde jetzt ganz gerne mal interessieren, was ihr dazu sagen würdet. Was haltet ihr davon? Zu diesem ganzen Weg, Leidensweg, den wir jetzt hier wieder mit 2042 sehen, schreibt es gerne mal in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute, bis dann haut rein und wie immer, ciao, ciao.